Hey Leute, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und jetzt ist es an der Zeit, zurückzublicken und zu sehen, was hat mir am besten gefallen und auch, was war am schlechtesten? Los geht's. Die erste Smartwatch von einer Firma ist meist richtig schlecht und ganz ehrlich, die Pixel Watch ist von Anfang an beeindruckend gut gewesen. Ich liebe das Design. Sie ist so minimalistisch, sie ist zeitlos und sie ist wirklich sehr angenehm und unauffällig am Arm. Die Performance ist außerdem, obwohl es ein echt alter Prozessor ist, erstaunlich gut. Ich habe überhaupt gar keine Beschwerden an der Stelle. Und sie hat eigentlich auch alle Features und Funktionen, die ich mir von der Smartwatch erwarte, von Anfang an gehabt. Die Akkulaufzeit ist sicherlich nicht die allerbeste, aber wenn ich abends im Bett liege, habe ich noch 30%. Es reicht also komplett für meinen Alltag, aber hier ist definitiv die größte Baustelle für einen Nachfolger. Aber für den Start ein erstaunlich gutes Produkt gewesen und ich trage es sehr, sehr gerne. Die Apple Watch Series 8 ist definitiv eine bessere Smartwatch als die Pixel Watch, aber trotzdem hat sie mich ein bisschen enttäuscht. Liegt zum einen daran, dass der Preis ordentlich angestiegen ist, aber leider nur wenige neue Funktionen dazu kamen. Allen voran das Thermometer, was aktuell eigentlich nur für Frauen interessant ist. Es wirkt ein bisschen so, als wären Apple die Ideen ausgegangen, was sie noch an der Apple Watch ändern können, obwohl ich so einige Ideen hätte, was sie noch ändern können. Allen voran den Prozessor. Der ist inzwischen auch 2 Jahre alt und der könnte einfach effizienter sein. Mein Highlight im Bereich Kopfhörer wollte ich zuerst gar nicht testen, weil ich finde, dass die Sony LinkBuds S erstaunlich langweilig aussehen, aber als ich sie dann getestet habe und die ganze Konkurrenz getestet habe, wurde mir klar, wie krass die Dinge eigentlich sind. Mit 150 Euro sind sie nämlich deutlich günstiger als die Konkurrenz, aber das Noise Cancelling und der Klang sind auf jeden Fall besser und sie sind obendrein auch noch die kleinsten und leichtesten In-Ears, die ich getestet habe. Jetzt gibt es sogar noch eine neue Version, die aus recycelten Plastikflaschen besteht. Sowas finde ich auch immer richtig cool. Die LinkBuds S haben mir gezeigt, dass man auch ohne großes Tamtam solide Kopfhörer mit einem guten Klang und Noise Cancelling bekommen kann, ohne extrem viel Geld auszugeben. Die Pixel Buds Pro hingegen, die haben mich ein bisschen enttäuscht. Google hat viel Hype aufgebaut und als ich die Kopfhörer dann getestet habe, fand ich sie zwar sehr schön und sie haben sich gut benutzen lassen und so, aber der Klang und das Noise Cancelling war einfach nichts Wahre. Mein Lieblingsgadget aus 2022 erschien nicht 2022, aber ich habe es dort für mich entdeckt. Der UNU-Roller ist elektrisch und ich kann den Akku einfach entnehmen und in meiner Wohnung aufladen. Der Stauraum ist gigantisch groß, man kann damit problemlos einkaufen gehen. Man kommt extrem schnell und leicht durch die Stadt, man kann immer überall parken und das kostenlos. Es ist so viel günstiger und praktischer als ein Auto für mich gewesen, dass ich letztendlich mein Auto verkauft habe und damit hätte ich nicht gerechnet. Außerdem, ich meine das Design. Es ist so ultra minimalistisch und schön anzusehen. Ich lieb's einfach. Der Flop des Jahres war für mich vermutlich das Kindle Scribe von Amazon, denn es zeigt, dass gute Hardware allein nicht ausreicht. Auch die Software muss gut sein. Und gute Software ist eine Software, wo Liebe reingesteckt wurde, die detailverliebt ist, die durchdacht ist. Und das war hier nicht der Fall. Und ich denke, dass gerade das Thema Software im Jahr 2023 einen viel größeren Fokus bekommen wird mit der künstlichen Intelligenz, die wir jetzt schon überall sehen. OpenAI hat gezeigt, dass man Bilder generieren kann, nur mit einer künstlichen Intelligenz und die sogar Texte schreiben kann, die nicht so klingen, als wären sie von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden. Ich finde auch beeindruckend, wie viel künstliche Intelligenz jetzt schon in meinem Alltag auftaucht und praktisch ist. In meinem Schnittprogramm kann ich zum Beispiel Hall aus dem Ton ganz einfach raus entfernen. Das war früher noch fast unmöglich. Und in Pixelmator Pro kann ich jetzt einfach Personen mit einem Klick ausschneiden. Und beim Google Pixel kann man so schnell diktieren, dass es praktisch Echtzeit ist und das alles offline. Also ich bin super gespannt, was die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren noch so ermöglichen wird. Was war das beste Smartphone des Jahres? Oder wohl eher das Smartphone, was mich am meisten beeindruckt hat? Also das Pixel 7 Pro und Oppo Find X5 Pro, die fand ich beide super gut, aber beeindruckter war ich vom ZTE Axon 40 Ultra. Denn das hatte eine unsichtbare Kamera im Display, sah einfach super cool aus und es hat eine 35mm Hauptkamera. Und auf die Idee ist irgendwie noch kein anderer gekommen und ich fand sie richtig gut. Aber ich würde das Smartphone nicht so wirklich im Alltag benutzen wollen. Die Software war nicht meins. Beim Fold 4 hingegen war die Software mit Android 12L viel besser als beim Vorgänger. Und ich finde auch, dass das Smartphone sich viel mehr wie ein normales Smartphone benutzen ließ. Es gefiel mir richtig, richtig gut. Aber ganz ehrlich, so richtig aus dem Nichts erwischt, hat mich nicht das Fold 4 für 1800 Euro, sondern ein Smartphone für 360 Euro.
Und das war das Moto Edge 30. Wie kann es sein, dass ich für das Geld ein 144 Hz OLED-Display in 6,5 Zoll bekomme? Und das auch noch mit symmetrischen Rändern. Wie kann es sein, dass es, obwohl es das dünnste 5G-Smartphone ist, trotzdem 6 bis 7 Stunden Display-Nutzung hat? Ich sag euch, wie das sein kann. Es hat reines Android und einen effizienten Prozessor, der dank guter Optimierung auch eine ordentliche Performance hervorgebracht hat. Die Kamera ist jetzt nicht krass, aber in dem Preisgebiet ist sie wirklich solide. Und ich glaube, kaum jemand hat dieses Smartphone auf dem Schirm, aber ich habe es schon so vielen Leuten privat empfohlen und alle sind damit so super zufrieden. Deswegen ist das für mich das heimliche Smartphone des Jahres geworden. Der größte Flop des Jahres, das ist schon ein bisschen einfacher zu sagen. Auf der einen Seite haben wir die Galaxy S22 Serie, die super gut aussieht, aber dieser Exynos-Prozessor, bis heute, trotz etlicher Software-Updates, sind die Handys immer noch ein bisschen ruckelig und die Akkulaufzeit ist auch nicht das Wahre. Super schade, aber OnePlus konnte das nochmal übertreffen. Das OnePlus 10 Pro, das war in vieler Hinsicht einfach mal schlechter als sein eigener Vorgänger. Und sowas finde ich immer blöd. Die Ultraweitwinkelkamera ist schlechter gewesen, die Software ist schlechter gewesen und brechen kann das Ding auch noch ziemlich einfach. Und OnePlus hat daran bisher nichts geändert. Das Handy ist genauso zerbrechlich wie am Anfang, nur sie dürfen es gar nicht mehr verkaufen, weil sie eine Patentverletzung mit Nokia hatten und das war definitiv ein großer Flop des Jahres. Der beste Computer dieses Jahr war für mich auch schon der beste Computer letztes Jahr. Und das ist das MacBook Pro 14 Zoll mit dem M1 Pro Prozessor. Es gab keinen Nachfolger und obwohl das M2 MacBook Air wirklich schick aussieht, ist da einfach die Preis-Leistung nicht so gut gewesen. Und es war allgemeine Sache, die hat sich komplett durch das Jahr durchgezogen. Die Preis-Leistung bei Apple ist deutlich schlechter geworden und deswegen ist das günstigste iPad jetzt nicht mehr so empfehlenswert. Und auch das iPhone 14 Pro ist ein gutes Stück teurer geworden. Und ich finde, das zeigt auch, dass man nicht immer das Neueste kaufen muss. Manchmal ist diese minimale Extra-Leistung einfach nicht den extremen Aufpreis wert. Es gibt einfach so Jahre, in denen tut sich nicht so viel wie in anderen. Ich hatte das Gefühl, dass 2021 viel mehr in der Technikwelt passiert ist als im Jahr 2022 und ich glaube 2023 wird wieder ein richtig spannendes Jahr und ich freue mich darauf, für euch wieder die spannendsten neuen Produkte zu testen. Also macht's gut bis dahin. Ciao.